Und ich muss mal kurz schauen. Ah, okay, eine Minute Summon Duration. Das heißt, das Ding hält eine Minute und kann gar nicht sterben, sondern es haut dann einfach ab. Schauen wir mal schnell. Cooldown Reduction zu 2,5 Minuten. Momentan haben wir 3 Minuten. Bei 1,5 Minuten wäre es natürlich interessant, wenn man die halt fast immer casten kann und 30 Sekunden Cooldown hat. Das heißt, man muss mit denen in Tier 3 reingehen. Aber was mich ein bisschen traurig macht momentan ist, der Schaden nimmt gar nicht zu. Es wird zwar die Feuerreichweite verdoppelt. Es kann sein, dass ich das gleich resetten werde. Ich dachte, ich habe hier Super Summons, die für alles für mich regeln und für alle Probleme gerade stehen, die ich habe. Aber erstmal ein Stockwerk tiefer. Ich treffe alle nur vorne den nicht. Aber meine Pets sind da. Ja. Ja, da kann man schön mal cheaten. Okay, den Rest machen wir dann so. Gehen wir mal kurz hier hoch. Bop, 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 bop. The Shocking Man. Und wir haben hier blaue Boots gefunden. Noch was Blaues. Ich konnte gar nicht lesen, was gerade war. Heben wir schnell das Gold auf. Also überall diese. Ja. Die stehlen mir auch das Mana, deswegen habe ich dann keinen Mana mehr. Und wir haben jetzt wieder drei tolle Items gefunden. Zwei blaue, dann müssen wir direkt mal gucken. Wie wir das hier skillen. War Mace, bla bla. Heal Potion. Bisschen Gold, bisschen Gold. Und noch ein blaues Item, ey. Ah, hier führt der Gang irgendwo weit, weit weg. Deswegen gucken wir erst hier vorne alles durch. Und ein bisschen Gold und ein Nemesis wieder. Hier wird doch wohl ein Secret irgendwo sein. Jetzt komm! Was ist das Secret? Keine Ahnung. Na gut, dann müssen wir wohl doch da nach unten gehen. Schauen wir nochmal kurz die Items nach. Den können wir schon mal wegschmeißen. Was haben wir hier? 7 Physical, 2 Eis, 3 Feuer Armor, 9 zu Physical Armor und 9 zu Vitalität. Die darf ich noch nicht tragen. Verdammt. Aber die sind gut. Die sind gut. Und hier haben wir wieder ein Set. Irgendwas Schönes. Hatten wir nicht hier irgendein Set-Item aufgehoben? Was war das hier? Cloven Hoof und Regent. Ah, das war Midi-Quatsch. Deswegen. Schade. Tun wir es mal hier unten hin. Was haben wir hier? Aha, Eis und Feuer. Wir haben momentan ja, ein bisschen schlechtere Resis, sehr viel Leben drauf. Dafür haben wir noch die Feuerschaden drauf und das Enchantete. Verdammt, der ist nicht schlecht. Heben wir den erstmal auf. Den können wir wegschmeißen, ohne zu überlegen. Ja, das können wir eigentlich auch wegtun dann. Ja. Aber bevor wir in die Stadt gehen, clearen wir noch den Dungeon hier. Haben ja keine Zeit, dürfen die Parts ja nicht so künstlich hier rauszögern. Hier ist noch ein bisschen Gold. Okay, hier führt ein Weg. Okay, runterschießen ist nicht. Damit kann ich nichts anfangen. Ah, sehr fraglich, sehr fraglich. Hab so ein Ding vorher noch nie gesehen.
Oh, was ist das denn? Super Nemesis oder so? Ah ne, das ist der Bombenleger. Champion Mob. Smash Attack. Ah, war ich ausgesmashed. Gehen wir kurz aus dem Gift raus. Mein Pet kann ja jeden Schaden kriegen, ist nicht so schlimm. Und wir ein bisschen Zeug bekommen. Okay, jetzt geht's hierher, hierher und hier runter. Dann gehen wir erstmal hier runter, weil hier ist eine Urne und ein Secret. Ah, komm, ich will hier rüber. Aha, das war das, was wir von oben gesehen haben. Ah, das sind die Dinger, wogegen wir eben gekämpft haben, nur in klein. Was ist das denn für ein Riesen-Secret-Raum? Da ist sogar ein Champion-Mob drin. Unglaublich. Einfach mal locker ausgewichen, weil er so langsam ist. Nein, lauf! Gut. Chests. Gold, Gold, Gold. Mega Potions. Und einen Bogen. Ah, ich habe irgendeinen Scheiß jetzt wieder aufgehoben. Okay, hier gibt es noch ein bisschen was. Meine Zombies kümmern sich jetzt mal hier drum. Um die Angelegenheit mit den kleinen Dingern. Okay, der Raum hier scheint clear zu sein. Gucken wir nochmal, wir haben ja. Da haben wir noch einen Potion fast übersehen. Also hier ist auch nichts mehr. So, so, so. Gehen wir noch hier unten her. Liegt noch irgendein toller Stab. Das ist ja der Ausgang. Und dann geht's hier oben weiter. Und da waren nur ein paar von den kleinen Mini-Boss-Gegnern, wie auch immer ich die nennen will. Dann würde ich sagen, gucken wir auf der anderen Seite, ob hier auch noch ein Secret ist. Und Level Up! Geh kaputt, geh kaputt! Oh mein Gott! Okay, hier... Secret. Das war klar. Ich doch schau langsam das Spiel. Und die droppen immer diese komischen Dinger da. Stäbe. Weiß, blöd. Und schlecht. Nein, ich habe irgendwas aufgehoben. Egal, können wir verkaufen. Ja gut, schicken wir das Pet mal nach Hause. Das können wir verkaufen gehen. Wir haben ja noch unseren Maschinengewehrroboter. Der regelt dann hier. Ja, momentan, ja, ich bin gar nicht so in der Verführung, den zu benutzen. Weil der Cooldown mir ein bisschen Lucky Coin, das wäre so ein Ding, was ich sockeln kann. Ich glaube, MF war's. Schauen wir nach. Ah, ne, 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 ist Gold, natürlich. 3% mehr Gold. Health Recovery per Level. Fokus, shit. Ja, das müssen wir dann gleich aussortieren. Das kommt dann schon mal dahin. Das hier kommt auch aussortiert, auch aussortiert, auch. Ach nee, komm, verkaufen wir. Wir brauchen das Geld. Okay, die kann schon mal alle aussortieren. Ja, hier überlege ich mir noch was. Skillen wir erstmal. Gut. Das war's. Gucken wir uns mal die Skills an. Ja, mit dem Skillen habe ich jetzt momentan ein bisschen Angst, weil wenn ich ja zu viel skille, dann sind diese Roboter ja sozusagen gefestigt. Das macht mich sehr traurig. Deswegen, bevor ich eine Überraschung erlebe... Ah, hier ist jetzt wohl nichts mehr. War halt nur die eine Truhe scheinbar. Oder? Ja, war nur die eine Truhe, glaube ich. Ich würde sagen, doch, gehen wir kurz die Stadt, weil ich will das eine Ding da recovern.